Hi, ich musste mir gestern richtige Sachen kaufen. Richtige Hose, ich habe ja schon die richtigen Schuhe, richtige Handschuhe und dieses Teil. Hi Leute, ich fange heute ein bisschen anders an. Gestern habe ich auch wieder ein paar Minuten rausschneiden können. Heute habe ich einen Popschutz da drauf, weil ich manchmal ins Mikro schreie. Und ich lasse auch manchmal Wörter weg, ne? Aber egal, ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe mehrere Altäre gefunden. Jetzt habe ich diesmal das übersetzt. Das ist schwieriger als man denkt. Da der erhabene, hochheilige, auch Felsen, also Augustus, Saxon, heiliger Schnitter, hier Sacrum Massor, und das war das Problem. Ich glaube, da ist auch ein Name dabei, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Kai Hereni konnte ich nicht richtig übersetzen. Aber dann dieses Wort, was hier wieder gar nicht mehr auftaucht, weil das war eben diese Problematik. Kai Hereni. Hier, Rufi. Also auch Rufus ist eben Fuchs, also rothaarig. Weil hier kann was nicht stimmen. Diener durchsehen. Verstehe nicht. Vielleicht, dass man etwas sieht und deshalb irgendwie etwas verehrt oder setzen. Irgendwie passt das nicht hier, ne? Jetzt muss man sich vorstellen, das war die Zeit, wo in diesem Steinbruch dort schon 200 Jahre lang mindestens auch schon die Kelten waren. Natürlich waren da vor denen schon lange irgendwelche Menschen da. Und dort kamen die Römer an und haben dort solche Sachen aufgeschrieben. Also wenn haben die da vergöttert, haben die was von den Kelten oder Germanen, wer auch immer dort was übernommen, die Religion, oder haben die was gesehen? Waren da irgendwelche Menschen, die dann übernatürlich erschienen sind? Auf jeden Fall gibt es einige von diesen Altären in Steinbrüchen, wo eben diese Person, sage ich mal, hier verehrt wird. Und was mir immer wieder auffällt, sind wieder ja, dieser Dreieck und dann diese Sterne. Gerade wenn das halt so eine Tafel für die Steinbrüche ist, muss nichts bedeuten, aber könnte. Wo kommt das jetzt her, ne? Das haben die wahrscheinlich hier von den Griechen übernommen. Und die Griechen, wo haben die das her? Wahrscheinlich aus Ägypten. Das erwähne ich nur nebenbei. Ich wollte diese Seite hier zeigen, um es kurz zu machen. Ich möchte da gar nicht viel rum erzählen, nachdenken jetzt, sondern ich verlinke das. Wie man sieht, haben die schon vor längerer Zeit auch, das ist von 2015 eigentlich, aber die haben schon vor langer Zeit überlegt, keltorömische Gottheiten. Wo kommt das eigentlich her? Römisch oder keltisch, germanisch, ne? Die wissen es selbst nicht so genau. Hier habe ich auf jeden Fall erfahren, was dieses Loch da soll. Das wurde gesprengt, steht hier. Also 1879 wurde das, glaube ich, schon beschrieben, ne? Der stollenartige Einbruch, genau. Also irgendeiner hat da Erz angeblich gesucht. Ey, das ist so dämlich, die Beschreibung, ne? Dass man da drauf kommt, das in die Luft zu springen, da zu gucken, was. Das ist auch so typisch wieder. Ich werde die Seite einfach mal verlinken, aber hier seht ihr, wie das angefangen hat. 1888 haben die das erstmal irgendwie mit Spitzhacke gemacht oder was? Oder schon gesprengt. Aber die haben immer wieder da reingesprengt. Das finde ich so auffällig, weil wie konnte man vermuten, dass man dort Erz findet? Also ich bin absoluter Amateur auf diesem Gebiet, aber ich würde das niemals glauben, dass da irgendwo Erz drin sein könnte. Hier ist auch da, wo ich dachte, da fehlt ein Schild. Das ist diese Inschrift, Aufschrift 1893. Hier sieht man die Arbeiten. Die haben das größer gemacht. Hier haben die alles frei gemacht und hier gegraben. Also ich finde das irgendwie komisch. Also auffällig, was die da gesucht haben. Ich denke nicht, dass die Erz gesucht haben, Leute. Glaubt ihr wirklich, dass die Leute so blöd sind? Wenn ja, tut es mir ein bisschen leid, dass ich das so sage. Aber ich vermute was ganz anderes. Leute, das sind 242 Seiten. Hier stehen so viele Details. Mich hat interessiert, was die zu diesen Spuren da aussagen. Aber das ist schon erstaunlich, dass es zum Beispiel auch Kammern gab. Hier vielleicht nicht, aber irgendwo anders eben. Und da wurde halt diese Gottheit verehrt. Also Saxanus. Man muss sich vorstellen, in den Steinbrüchen gab es praktisch Stellen, wo sie verehrt worden sind. Also man vermutet hier im
Spitzelofen, das hier so ein Heiligtum war mit diesem, für diesen Saxonus. Und hier zum Beispiel aus Griechenland. Ja, man kann da nicht gut viel erkennen. Also da bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Trotzdem ist die Seite gut zu gebrauchen, weil hier so viele Details stehen. Naja, ich suche so Vergleiche, zum Beispiel auch zu diesen geschrammten Spuren hier. Schrammspuren, aber wenn ihr euch das hier anguckt, gibt es gar nichts Vergleichbares dazu. Das habe ich mir auch gedacht, nur klar sieht das auch verdächtig aus, aber es ist völlig was anderes. Und wahrscheinlich haben die da Mühlenräder rausgemacht, also rausgearbeitet, und das ist, glaube ich, Sandstein. Und dort, das soll Marmor sein. Ich hätte das auch nicht gedacht, dass das Marmor ist. Ja, dann ist das halt nicht so die Qualität, die mir so bekannt ist. Aus Italien oder Griechenland gibt es ja dieses richtig weiße Zeug, das völlig anders irgendwie wirkt. Aber wenn man so guckt hier und vergleicht, dann findet man eben nichts. Seht ihr, hier steht, dass es eine Legende gibt oder so eine Sage, dass dort jemand einen Schatz gesucht hat. Ich weiß es nicht, aber das mit der Erdsuche ist unglaubhaft, und das Bild habe ich auch genommen. Ich habe hier so einen Hund. Das ist das Pit, ja, nicht Pitbull, aber ihr könnt einfach jetzt abschätzen, wie groß das ist, aber gleichzeitig wie gigantisch eigentlich die Spuren hier sind. Das sind ja nur die Rillen, und dann kommt dieses breite Band. Das ist ja schon halbe Meter ungefähr, das breite, flache, und das noch. Also kann man sagen, dass diese eine Arbeitsspur 1 Meter breit ist und sich ständig wiederholt. Also eigentlich noch rätselhafter. Natürlich ist auch interessant, dass dort eine Burg mal stand. Also da steht noch die Ruine davon. Was war da los, ne, wieder? Immer das Gleiche irgendwie, wiederholt sich. Ja, manchmal kommt man einfach nicht weiter. Zeichnung des sogenannten Felsentempels. Sieht hier? Mit der Saxanus-Inschrift. Also, war das jetzt ein Tempel? Oder war das ein Steinbruch? Oder war das beides? Was war zuerst da? Die Römer konnten diese Spuren hier so seitlich niemals gemacht haben, und die sind nachweislich schon mindestens über 1800 Jahre alt. Die Spuren können auch viel, viel älter sein. Zigtausende Jahre können die locker alt sein. Wieso macht man hier mitten, ja, diese Aufschrift 9 Meter in der Höhe? Schreiben die Römer halt dieses Saxanus in Schrift, lassen die zurück. Natürlich werde ich die Tafeln und die Schriften übersetzen, weil manche sind ein bisschen verändert oder haben so Details. Und was ich jetzt schon daraus gelesen habe, ist schon erstaunlich, finde ich. Hier, das ist praktisch ein Altar oder eine Kultstätte, ein Heiligtum, und es ist offiziell so. Ja, ich weiß, ich sollte das verlinken, aber für die ganz Faulen, ich lese Sachen raus. Die haben vermutet, dass die Wände geglättet worden sind. Das ist erstaunlich. Weil anders können die sich das natürlich nicht erklären. Aber glaubt ihr wirklich, jemand würde solche Wände dort einfach nur glätten, um ein Heiligtum da draus zu bauen? Nein, das war nebenbei. Weil es sieht mir da auch teilweise zu uneben aus. Und die Stelle ist, ich weiß nicht, habe ich natürlich nicht nachgemessen, wie die Sonne dahin scheint, dies, das, aber ich glaube einfach, das sind einfach Abbauspuren, und die haben draus einen Kult gemacht. Und dieser Mensch war schon auf der richtigen Spur, weil er hat sich gedacht, das sind doch keine Abbauspuren, steht hier. Naja, sind es auch nicht wirklich, wenn ihr euch das mit eurer, ja, Vorstellungskraft versucht zu erklären. Das wollte ich noch erwähnen. Es gab nur 1920 bis 22 Grabungen und Untersuchungen dort, und dann 1930, und das war's. Es gab danach nie wieder was, was die dort untersucht haben. Die Meinung aber ist nochmal 20, 30 Jahre älter, und dabei bleiben sie. Nur so am Rande. Da, in dieser Zeit hat ja der eine Mann, sage ich einfach mal, behauptet, die Wände wurden geglättet. Das sind keine Abbruchspuren. Der war schon ein bisschen in die richtige Richtung, aber man
will nichts davon hören. Das wollte ich ganz kurz nochmal sagen. Es war in einem Fall, haben die das auch römischer Steinbruch genannt. Die haben dort Werkzeug gefunden. Die wussten auch aber, dass dort Kelten waren vor längerer Zeit und auch gleichzeitig wahrscheinlich. Aber das ganze Werkzeug, was sie gefunden haben, gilt als römisches Werkzeug. Steht auch irgendwo im Museum. Das ist, so geht man mit dieser Geschichte um. Man lässt einfach das weg und gut ist oder erwähnt das so am Rande. Das, was gesichert ist, lässt man weg und diese komischen Theorieideen, die hinten vorne teilweise gar nicht passen, die werden gelehrt. Willkommen auf der Erde. Aber da haben wir die doch. Die wissen das doch gar nicht, ob das germanisch, keltisch oder römisch war. Komisch, oder? Und zu dieser Zeit hatten die ja noch gar keine Kultstätten und Bauwerke, schreiben die ja selbst, die Römer. Also wer war hier fortschrittlicher und wer war zuerst da? Tut mir leid, aber irgendwie stellen die sich selber das Bein.